wechseln jetzt quasi ein bisschen die Szene in diesem Film, weil wir haben jetzt aus der Politik quasi die nationale Politik, die kantonale Politik, wechseln wir jetzt in die entsprechende neue Thematik, die wir für diese Konferenz aufgegriffen haben. Sie haben es in der Broschüre gesehen, die an der Zukunft mitbauen ist ja auch das Motto des heutigen Tages. Und neben der rechtlichen Zukunft gibt es eben auch noch verschiedene andere Aspekte dieser Digitalisierung. Und einer der neuen sozusagen Schwerpunkte für dieses Jahr, haben wir uns überlegt, ist eigentlich die ganze Digitalisierung im Bauwesen. Und das ist in dem Sinne ein sehr spannendes Thema, weil ja auch dort die Digitalisierung sehr stark voranschreitet. Wir haben dann geschaut, wer auf dem ganzen Beschaffungsfeld ist da besonders gut geeignet, um seinen Gesamtüberblick zu geben, und sind auf Mario Marti gestoßen. Er ist langjähriger Geschäftsführer der USIG, der Ingenieurs, du willst ein bisschen mehr sagen, Verband, genau. Ja. Und vor allem eben auch als Jurist, er kennt quasi wirklich die Seite aus dem Ingenieurwesen, aus der juristischen Perspektive. Und eben auch hat sich sehr stark mit BIM und Co. beschäftigt. Von dem her freut es mich sehr, dass du da bist. Und bin sehr gespannt, jetzt von dir in diese neue Thematik der Digitalisierung im Bauwesen eingeführt zu werden. Ja, herzlichen Dank, Matthias, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist eine große Freude, hier bei Ihnen sein zu dürfen, und das so in einer Rolle als Exot, oder ich fühle mich hier als Exot. Ich bin hier als Vertreter aus der Bauwirtschaft. Ich bin zwar Anwalt und Jurist, aber ich spreche hier für die Bauwirtschaft, und wir sind ja eher so in der Bricks-and-Mortar-Ecke der Wirtschaft, währenddem Sie so die Vorreiter sind und agil unterwegs sind in der digitalen Welt. Und da geht man vermeintlich davon aus, dass es nicht so große Beziehungspunkte gibt, und ich möchte Ihnen eigentlich auch zeigen, dass das eben nur vermeintlich so ist und dass sich diese Bereiche langsam annähern. Und ich freue mich entsprechend auf diesen Austausch. Ich bin auch sehr überzeugt, dass diese Gesetzesrevision, über die wir jetzt gehört haben, dieser Paradigmenwechsel weg vom Preiswettbewerb hin zum Qualitätswettbewerb, dass der ganzen Wirtschaft nützen wird. Die Anbieter werden profitieren von diesem Paradigmenwechsel. Es wird auch volkswirtschaftlich Sinn machen. Davon bin ich auch überzeugt. Das ist auch im Sinne der Vergabebehörden. Und umso spannender finde ich es, wenn wir hier einen Austausch pflegen können zwischen der IT-Branche und der Bauwirtschaft. Ich möchte kurz einleiten und zeigen, wer da im Bau so aktiv ist. Wenn ich zurückdenke an meine Zeit, bevor ich mit dem verstand ich nicht sehr viel oder kannte diese Begriffe nicht. Es ist relativ, ist eine fremde Sprache, die wir brauchen im Bau. Dann möchte ich kurz sagen, wer da die Akteure sind. Und dann möchte ich etwas aufzeigen, wie man traditionell baut, wie man heute noch schwergewichtig plant und baut und was dann eben die Veränderungen sind und wohin das geht. Das hat dann gewisse Auswirkungen auf beschaffungsrechtliche Fragen. Also wenn wir beginnen, es braucht natürlich zu Beginn immer jemand, der eine Vision hat, der ein Projekt will, der die Deep Pocket hat, der das Portemonnaie hat und der investieren will. Also das ist der Investor, der Bauherr, der Entwickler, wer auch immer das ist. Wenn wir von der öffentlichen Hand sprechen, dann ist das die Vergabebehörde, die ein Projekt lanciert. Und dann haben wir eine ganze Vielzahl von Planern. Wir haben klassischerweise den Architekt, also der das Gebäude, die Erscheinung und das Grobkonzept macht und eine Gestalt gibt einem Gebäude. Dann haben wir ganz viele weitere Planer, Fachplaner, zum Beispiel den Bauingenieur, der die Statik der Brücke berechnet. Wir haben verschiedene Fachdisziplinen, den Heizungsplaner, Sanitärplaner, den Elektroplaner. Also in der Regel eine ganze Fülle von verschiedenen Fachdisziplinen, die sehr häufig auch alle in eigenen Firmen sind. Sehr häufig sind es kleingewerbliche Betriebe, die dann einfach ihren Bereich abarbeiten. Das ist diese Arbeit, die hier geleistet wird, die findet im Büro statt, oder? Da sind noch keine Baumaschinen und dreckige Stiefel im Spiel. Wenn man Leute auf der Straße fragt, wie macht man eine Autobahn, dann sagen die meisten, da braucht es einen Bagger. Aber zuerst sind 2 Jahre oder 3 Jahre sind Leute am Computer, die sich überlegen, wie und was man bauen will.
Da gehören dann auch noch Spezialisten dazu, die kommen noch dazu, der Vermesser, der Geologe, der Bauphysiker, auch da je nach Projekt eine Riesenzahl von Fachleuten. Und dann geht's an den Bau, oder? Dann kommen eben die schweren Maschinen und die Helme und die Stiefel. Also dann kommt der Bauunternehmer, die Lieferanten, die Logistiker, die da das Gerät herumschieben und so weiter. Und auf der Baustelle hat es dann in der Regel auch ganz viele verschiedene Fachdisziplinen. Sie haben den Baumeister, der den Rohbau macht, vielleicht zuerst noch jemand, der den Aushub macht für die Baugrube, dann den Baumeister und dann wieder ganz viele gewerbliche Unternehmen, also der, der die Sanitäranlagen bringt und der Maurer und der Maler und so weiter. Und all das wird auch immer wieder, dann sind wieder die Planer, die dann auch noch da sind, die das überwachen, die Bauleitung machen, die Projektmanagement machen, die Kontrollen durchführen, also auch hier sind die wieder am Zug. Wenn man das versucht, so etwas grafisch darzustellen und in der Praxis sieht das immer viel komplizierter aus, das ist wirklich eine Vereinfachung, aber das ist so das übliche Schema. Wir haben den Auftraggeber, den Bauherrn, der zum einen mit Planer Verträge abschließt, Planerverträge, eben Architekt und so weiter, zum anderen mit den Unternehmen. Das ist jetzt ein Modell, wo wir so einen Generalunternehmer und einen Generalplaner haben, also quasi die öffentliche Hand beschafft die Unternehmerleistungen aus einer Hand und die Planerleistungen aus einer Hand und die Planer organisieren sich dann selber mit den Fachdisziplinen und auch die Unternehmer organisieren sich dann selber. Es gibt auch das Modell, dass der Bauherr jeden Vertrag selber beschafft, also mit allen Disziplinen eigene Verträge abschließt, und es gibt auch das umgekehrte Modell, dass wir nur eine Gesamtleistung haben, also ein Totalunternehmer, da sprechen wir vom Totalunternehmer, nur ein Unternehmen, das dann unter sich alles organisiert. Also das sind so die Akteure, Sie sehen schon extrem viele verschiedene, relativ kleinräumig KMUs, die hier zusammenarbeiten müssen. Und dann, wie wird klassischerweise gebaut? Wir haben in der Schweiz den großen Vorteil, dass wir den SIA haben, das ist der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein, den gibt es weit über 100 Jahre, und der hat sehr viele Dokumente und Grundlagen erarbeitet, Musterverträge, Abläufe und so weiter, und wir leben eigentlich seit jeher in der Schweiz in diesem Phasenmodell, das ist das SIA-Phasenmodell, und da sehen Sie so die Schritte, wie das eben auf der Zeitachse vorangeht. Das beginnt irgendwie mit einer strategischen Planung, die meistens noch der Bauherr für sich macht, allenfalls mit gewissen Beratern. Dann geht es in ein Vorprojekt und dann in die eigentliche Projektierung, das ist dort, wo dann eben die Pläne gemacht werden von den Planern. Dann wird die Unternehmerleistung ausgeschrieben, also wenn man weiß, was man bauen will und wie, dann sucht man sich dann in der Ausschreibung der Unternehmer, der das macht, der kommt dann in der Phase 5 und baut das, und Phase 6 ist dann die Bewirtschaftung. Das ist das Denken, das wir im Bau haben, in diesen Phasen sprechen wir, sind auch die Leistungen definiert der einzelnen Teilnehmer. Jetzt, bauen traditionell heißt viel Papier, Papierpläne. Das heißt nicht, dass die Leute heute noch zeichnen, zwar in den Zeichner, heute heißt es die Planer, in den Lehrausbildungen, Hochbauzeichner, Tiefbauzeichner, dort lernen sie immer noch von Hand zu zeichnen. Dort müsste die Digitalisierung und die Weiterentwicklung auch relativ schnell jetzt vorangehen. Aber klar ist, das findet am Computer statt. CAD-Programme, da werden diese Pläne gemacht. Aber das Erstaunliche ist, dass es dann immer zu Medienbrüchen kommt. Also diese Pläne, die digital gezeichnet werden, werden irgendwann mal ausgedruckt. Das ist ein ganzes Geschäftsmodell, Plotterunternehmen, die diese Pläne in der richtigen Anzahl ausdrucken. Und die gibt man dann dem anderen Planer oder dem Bauherrn. Also der Architekt gibt seinen Architektenplan dem Bauingenieur. Der Bauingenieur macht damit dann seinen Statikplan und gibt dann wieder dem Architekten zurück. Also wir haben ein Hin und Her von Papierplänen. Die Pläne werden genutzt zum Koordinieren. Also da
sitzt man am Tisch mit 5 verschiedenen Plänen und schaut, ob es da Konflikte gibt, ob das Heizungsrohr mit dem Lüftungsrohr kollidiert oder solche Dinge. Das passiert traditionellerweise auf Papier. Und ist naheliegend, das gibt Probleme, oder? Gibt Risiken. Die Koordination ist viel schwieriger. Wir haben diese Medienbrüche und das ist natürlich auch fehleranfällig. Das ist die Planung und dann auf der Baustelle ist dann eben sehr viel Handarbeit, oder? Also alles digitalisieren kann man nicht. Irgendjemand muss dann ja noch vor Ort irgendetwas bauen. Und heute ist es so, dass wir eigentlich sehr wenig Standardisierung haben, sehr wenig vorfabrizierte Elemente, sondern der Standard ist, dass auf der Baustelle gearbeitet wird und sehr viel Handarbeit. Also das Material wird angeliefert und dann wird es auf der Baustelle zusammengestellt. Sie haben da das Beispiel der Armierungseisen, oder? Die braucht es zum Betonieren und das wird traditionellerweise wird das in großen Mengen angeliefert von irgendeinem Lieferant und der Bauarbeiter, der muss das dann zuschneiden vor Ort oder je nachdem, in welcher Länge er diese Teile braucht. Das ist natürlich logistisch immer eine Herausforderung und es führt auch zu Ineffizienzen, zu sehr viel Ausschuss zum Beispiel, sehr viel Abfall, der so produziert wird. Also auch hier sind wir sehr, sehr kleinräumig und manuell unterwegs. Und darum wird es Sie nicht erstaunen, das ist jetzt eine Untersuchung, die ist schon etwas älter her, vielleicht sieht es heute schon etwas besser aus, aber traditionellerweise ist der Bau in Sachen Digitalisierung ganz, ganz am Schluss, oder? Das ist eigentlich die Branche oder eine der Branchen, die am wenigsten weit ist. Jetzt zum Glück ist sich das am Ändern und jetzt wollen wir etwas schauen, wo die Zukunft hingeht und da kommt jetzt dieses komische Wort BIM, das Sie sich sicher gefragt haben, was das ist. BIM steht für Building Information Modeling. Building Information Modeling. Ich will nicht in die Tiefe gehen, man könnte stundenlang darüber sprechen und diskutieren, was das ist. Es gibt verschiedene Arten von BIM und auch verschiedene Vorstellungen. Ich möchte einfach ein paar Charakteristika hervorheben. Das erste, es handelt sich um ein digitales Datenmodell. Und zwar eines, das in 3 Dimensionen funktioniert. Das ist mal das Erste, oder? Also man hat nicht mehr den 2D-Papierplan, sondern wir haben eine 3D-Darstellung. Das hat der Planer schon früher in seinem CAD auch schon gehabt, oder? Aber jetzt ist es möglich, das quasi in einem Modell zusammenzuführen und diese räumliche Anordnung zu haben. Das alleine wäre noch nicht so weltbewegend. Was zusätzlich dazu kommt, ist, dass es ein Modell ist, wo Sie zusätzliche Daten hinterlegen können. Wenn Sie einen Papierplan haben und dort eine Wand eingezeichnet ist, dann wissen Sie, das ist eine Wand. Vielleicht gibt es noch in der Legende 2 Arten von Striche, oder ein dicker und ein dünner. Dann haben Sie noch eine Indikation, ob es jetzt eine dicke oder eine dünne Wand ist. Aber Sie wissen das Material nicht, die Eigenschaften dieser Wand nicht. Oder wenn Sie ein Dachfenster haben, ist ein Dachfenster und mehr wissen Sie nicht. In einem solchen Modell werden Daten hinter die Bauteile hinterlegt. Also Sie wissen dann, das ist ein Dachfenster in dieser Dimension, das hat eine Doppelverglasung, das hat diesen Dämmwert. All diese Informationen können Sie dort hinterlegen. Also das Modell weiß, wie viele Wandtypen es gibt, in welchem Raum ist welche Wand hinterlegt. Sie haben also diese zusätzlichen Daten. Und dann werden Sie auch weitere Dimensionen hinzufügen können, zum Beispiel die Kosten. Sie können also jedem Bauteil einen Preis hinterlegen und müssen, heute ist in der Regel, macht man dann die Kostenkontrolle in einem separaten Excel und das kann man also verschmelzen und wenn man dann einen Stock mehr noch hinzunimmt beim Gebäude, hat man automatisch auch die Kosten, die entsprechend angepasst werden, jedenfalls in der Theorie. Und eine weitere Dimension wäre dann noch die Zeit, also dass man quasi einem Bauteil auch eine Bauzeit hinterlegen kann und dann in dem Sinn auch den ganzen Bauablauf und Bauprozess zusätzlich hinterlegen kann. Also das ist so die Vision dieser Gebäudemodelle. Und dazu gehört auch diese Vorstellung, dass man alle am gleichen arbeitet. Sei das, dass man das irgendwie in der Cloud hat und wirklich jeder arbeitet online am gleichen Modell, das ist noch eher so etwas Zukunftsvision. Heute ist gängig, wenn man so arbeitet, dass jeder für sich an seinem Modell arbeitet und dann irgendwann in der Woche oder wie man das vereinbart, wird das dann hochgeladen auf die
die Plattform und wird vereint in das gemeinsame Modell. Und dann finden dort dann vor allem die Koordinationsübungen, das gibt diese Class Detections, oder Sie sehen dann sofort, das Programm kann Ihnen dann zeigen, wo es Konflikte gibt, wo eben zwei Rohre ineinander gehen. Und das ist natürlich viel effizienter, wenn man das in der Planung sieht und nicht erst auf der Baustelle, oder? Wenn es bereits gebaut wurde. Ein weiteres Charakteristikum oder ein Riesenvorteil dieser ganzen Geschichte ist, dass der Bauherr am Ende nicht nur einfach sein Bauwerk hat, das ist ja das, was er bestellt, eine Brücke oder ein Hochhaus, sondern er hat auch einen digitalen Zwilling. Heute ist es so, er kriegt das Bauwerk und dann noch irgendein einen Schrank voller Ordner, wo die Gebrauchsanweisungen der Heizung und so drin ist. Das ist die Baudokumentation, die ist dann irgendwo im Keller und niemand benutzt sie. Und neu ist die Idee, dass man eben dann einen digitalen Zwilling hat und den auch nutzen kann für das Facility Management, für den Betrieb zum Beispiel. Und das ist der ganz große Vorteil dann für die Vergabebehörden. Das Ganze, dann gibt es dann natürlich tolle Ausprägungen, das ist dann BIM to Field, also das dann das auch auf der Baustelle. Heute hat der Bauführer, der Polier hat Papierplan in seiner Baubaracke und neu rennen sie da mit Tablets herum. Die Norweger sind uns da voraus und kürzlich musste ich schmunzeln, also ein behäbiger norwegischer Bauunternehmer hat gesagt, ja, so im Wind und Regen draußen habe er da trotzdem lieber einen plastifizierten Papierplan als diese Tablets. Aber jedenfalls, also das ist so die Zukunftsvision, auch das Reporting, oder, dass jeder gleich abhäkelt, was ihr jetzt gearbeitet habt, so dass man dann quasi real-time weiß, wo man ist im Bauprozess. In der Vermarktung dann gibt es natürlich dann auch tolle Sachen. Sie können also Ihre Wohnung mit der virtuellen Brille anschauen, bevor es gebaut ist und sagen, wie Sie das anordnen wollen. Da gibt es schon viele Beispiele. Dann haben wir auch im Bereich der Produktion, der Arbeit, wie das auch gebaut wird, gibt es natürlich Innovationen. Das ist heute in der Anwendung. Drohnen, die Vermessung machen, die den Bau überwachen. Wir haben 3D-Scanning, also wenn Sie ein altes Gebäude haben und keine Pläne mehr haben und das digitalisieren wollen, machen Sie ein 3D-Scanning dieses Gebäudes und erstellen damit das Gebäudemodell. Es gibt so erste Versuche mit 3D-Printing oder Robotik, wo vor allem so Strukturen, die man klassischerweise zum Beispiel nicht betonieren kann, weil es viel zu aufwendig wäre, in einem automatisierenden Verfahren wird das plötzlich möglich. Und wir sehen auch viel mehr jetzt vorfabrizierte Elemente, weil wenn man vorher weiß, was man genau will, das in einem digitalen Modell hat, kann man das auch dann besser vorfabrizieren. Der Holzbau ist hier führend. Also da gibt es bereits Häuser, die so gebaut wurden, in wenigen Tagen nach dem Lego-Prinzip einfach zusammengestellt und die Arbeit, die eben klassischerweise vor Ort auf der Baustelle erfolgt, verlagert sich in die Fabrik. Also das solche Beispiele, dann ist das natürlich die Grundlage, die man dann verwenden kann für Smart Homes und Smart Cities und so weiter. Da gibt es verschiedene Bemühungen, das jetzt irgendwie in den Griff zu kriegen. Das ist natürlich ein Thema der Standardisierung, der Datenschnittstellen. Da läuft sehr viel. Eine Plattform, wo ich auch mitarbeiten darf, ist Bauen Digital Schweiz, bauen-digital.ch, wenn Sie sich da mal informieren möchten. Jetzt möchte ich noch etwas konkreter auf diese Veränderungen eingehen. Einerseits auf der Seite der Produkte, wenn man so sagen kann, andererseits Produktion und dann in der Mitte, wie das Ganze beschaffen wird. Die Produkte, ich habe es gesagt, klassischerweise hat man ein Bauwerk und Pläne. Neu kommen diese digitalen Modelle hinzu, diese digitalen Arbeitsergebnisse. Und da ist es natürlich zentral, dass der Bauherr weiß, was er will. Oder es nützt ihm nichts, wenn er am Schluss dann irgendein digitales Modell auf irgendeiner Cloud hat und das nicht bedienen kann. Also er muss selber in der Lage sein, das zu nutzen und er muss auch wissen, was er mit diesen Daten anfangen will. Es hat keinen Sinn, Daten aufzubereiten, die dann auch nicht verwendet werden. Dann in der Produktion eben, wir haben zusätzliche
zusätzliche Techniken, die verwendet werden. Vielleicht der letzte Punkt ist noch interessant, das ist auch eine Entwicklung. Es gibt mittlerweile solche Software und die werden noch mehr kommen, wo ein Teil der Planung automatisiert wird. Also wenn Sie sich vorstellen, der Bauingenieur, der eben die Statik einer Brücke berechnet, dann macht er üblicherweise ein paar Varianten, rechnet einer ein paar Tage lang und dann präsentiert er die beste Lösung, diese drei Varianten. Und das sind ja alles irgendwie technische Normen, die dahinter stehen. Das ist alles mathematisch im Endeffekt und das kann natürlich automatisiert werden. Ein Computer kann in viel kürzerer Zeit viel mehr Varianten analysieren und wird vermutlich auch noch die bessere Lösung finden. Also das wird kommen. Solche Modelle gibt's und das stellt natürlich dann die Frage an das Geschäftsmodell dieser Planer, oder? Weil traditionellerweise werden Stunden verkauft, für diese Rechnungen anzustellen. Also hat eine 3 Wochen gearbeitet und das dann in Rechnung gestellt. Und wenn er dann nur noch eine Stunde denn die Software bedient, dann kann er diese Stunde nicht nach dem gleichen Modell verkaufen. Also das sind Fragen, die hier zur Diskussion stehen. Bei der Beschaffung ist es eben traditionell so, dass man in diesem Phasenmodell beschafft. Also der öffentliche Bauherr, der nimmt sich vielleicht zuerst mal einen Berater, einen Bauherrenberater, das wird öffentlich ausgeschrieben. Dann macht er einen Architekturwettbewerb, dann hat er den Architekten ausgewählt, dann macht er eine Ausschreibung für die Fachplaner. Und wenn dann das projektiert wurde, dann beschafft er sich den Unternehmer. Und hier gibt es jetzt mit BIM doch gewisse Veränderungen, weil das Ganze macht natürlich Sinn, wenn möglichst alle möglichst früh bereits an diesem digitalen Modell mitarbeiten. Also insbesondere der Unternehmer hat ein Interesse, auch schon in diesem Modell mitzuarbeiten, seine Arbeitsabläufe zu optimieren. Und er hat ein Interesse, viel früher in den Prozess einbezogen zu werden. Das ist dieses Early Contractor Involvement. Und das beißt sich mit unserem gängigen Baumodell. Und wenn wir das noch etwas konkreter anschauen, ich glaube, dass man BIM beschaffen kann, ist selbstverständlich. Dass man aus einem BIM-Modell heraus beschaffen kann, ist auch kein Problem. Also statt ein Leistungsverzeichnis in Papier kriegen die Interessierten dann ein Modell, ein digitales Modell, aus dem sie ihre Leistungen oder die geforderten Leistungen dann abrufen können. Das ist kein Problem. Private dürfen natürlich machen, was sie wollen. Und im öffentlichen Beschaffungsrecht ist sicher natürlich die genaue Leistungsbeschreibung, das ist ja eine Plattitüde, das gilt immer so, aber wenn eine öffentliche Vergabebehörde mit BIM arbeiten will, dann wird sie eben beschreiben müssen, was sie dann am Ende will. Also sie muss dann nicht nur das Gebäude, das sie will, beschreiben, sondern eben auch die digitalen Ergebnisse, die sie zusätzlich will, sei das ein volles Modell oder sei es auch nur einzelne Teile daraus. Und dann, wo es so allenfalls Schwierigkeiten gibt, ist natürlich offene Standards, oder? Also keine Softwarevorgaben, das entwickelt sich so. Da gibt es 2, 3 Softwarehäuser, die jetzt da diesen Markt dominieren. Da muss natürlich mit neutralen Standards und Schnittstellen gearbeitet werden. Der zweite Punkt mit der Produkteneutralität, das ist etwas ein Problem, wenn Sie wieder an das Dachfenster denken, das ich erwähnt habe. Wenn Sie jetzt also der Architekt sind, der dieses digitale Modell macht und dann dieses Dachfenster einsetzen will in sein Modul, dann kann er auf die Webseite von Electrolux gehen und das dort runterladen. Oder? Also das Electrolux-Dachfenster, was früher Produktekataloge waren bei den Lieferanten, kann man heute diese digitalen Module runterladen, gratis. Aber wenn der Architekt das jetzt reinsetzt in sein Modell und das gelangt dann zur Ausschreibung, dann ist dieses Electrolux-Fenster, nicht Elektro, Velux. Ich habe das nämlich mal gesagt in einem Vortrag und in der Pause ist einer gekommen, er arbeitet bei Velux und hat mir das dann erklärt. Also Velux sind die Dachfenster. Also, wenn Sie das dann in Ihrem Modell haben, dann ist das wie vorgegeben und das geht natürlich beschaffungsrechtlich nicht. Das heißt, Sie müssen neutral das ausschreiben. Also, und entweder müssen Sie dann dieses Dachfenster selber modulieren
Oder es gibt mittlerweile, das ist auch im Aufbau, gibt so Bibliotheken, oder, wo Sie dann eben ein Dachfenster herunterladen können. Das ist auch die Frage der Geschäftsmodelle, wem gehört das? Da gibt es solche, die das für sich behalten wollen, andere, die das öffentlich machen. Also Sie müssen es neutral dann ausschreiben, und wenn der Unternehmer dann seine Lieferanten bestimmt hat, wenn er dann sagt, Velux ist das Dachfenster, dann müssen Sie es dann wieder anpassen. Oder? Also das gibt dann dort möglicherweise einen zusätzlichen Aufwand, den man natürlich nicht hätte, wenn man das alles viel früher gemeinsam hätte. Aber das geht eigentlich im Beschaffungsrecht nur, indem man eine Gesamtleistung ausschreibt. Oder? Also es könnte sein, dass wir vermehrt TU-Ausschreibungen haben, wo einfach alles aus einer Hand bezogen wird. Das wäre dann dieses Early Contractor Involvement. Gut, zum Schluss. Die Transformation in der Bauwirtschaft findet statt. Es ist eine sehr spannende Zeit. Es wird Gewinner geben und Verlierer, wie immer. Es gibt solche, die forsch voranstreiten, und es gibt andere, die ängstlich verharren. Das ist mit viel Investitionen verbunden. Und wenn Sie sich erinnern an den Eingang meiner Ausführungen, sehr kleinräumige Strukturen. Wir haben ein Heizungsplanungsbüro mit 10 Leuten, oder? Die sind am Anschlag mit dieser Entwicklung, um sich da aufzustellen. Auf der Seite der Besteller braucht es eine Strategie und Kompetenz, oder? Also es braucht jetzt nicht nur die Fachkompetenz aus Sicht Bau, es braucht auch die IT-Kompetenz, und der Besteller muss wissen, was will ich? Will ich solche Daten, und was will ich damit dann anfangen? Es macht natürlich auch Sinn, dass ein Bauherr, das ihm die übergeordnet anschaut, also nicht jedes Gebäude anders hat. Wenn ein Investor mit einem großen Portfolio, der hat ein Interesse, sein gesamtes Portfolio gleich zu behandeln. Oder wenn Sie an eine Stadt denken, dann möchte die vielleicht jedes ihrer Projekte oder ein Kanton jedes Projekt in der gleichen Art dann abgebildet haben. Eine Vision wäre ja vielleicht für ein öffentliches, ein Kanton oder den Bund, dass er dann irgendwann mal einen digitalen Zwilling seiner Infrastruktur hat. Nicht nur der digitale Zwilling eines Gebäudes, sondern das untereinander vernetzen. Also das ist das, was mir so vorschwebt. Die Engländer sind daran, ein Institut der Uni Cambridge ist daran, den National Digital Twin für England vorzubereiten, wo also alle Infrastrukturen verknüpft sind. Da macht mir dann immer der letzte Punkt etwas Angst mit Cybersecurity und Sicherheit. Also für alle Beteiligten eine sehr spannende Zeit. Es wird sich sehr stark verändern, auch die Zusammenarbeitsformen, die Verträge. Eben viel wird virtuell in Cloud. Du hast gesagt, Server der Uni Bern, oder? Also das muss sich auch die Vergabebehörde überlegen. Wollen Sie, dass die Daten in der Schweiz sind? Dann wird es schon schwierig mit diesem Full BIM irgendwo, weil da ich die großen Anbieter alle auf der anderen Seite des Atlantiks sich befinden. Sicherheit, ein Riesenthema. Wenn Sie sich vorstellen, ein ganzes Bauprojekt wird aus einer Cloud hinaus geleitet, die ganze Logistik, alles hängt daran. Wenn das dann stillsteht, dann steht alles still, und dann sind die Kosten, der Schaden ist natürlich immens, und irgendjemand betreibt das. Manchmal so der Architekt so nebenbei, oder? Der ist dann der Vertrag hat mit dem amerikanischen Anbieter, und der haftet dann natürlich dafür. Also das sind sehr große Themen, eine sehr spannende Diskussion. Du bist schon aufgestanden, damit höre ich jetzt auf. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Merci.